Hallo zusammen, willkommen bei IBTV. Ihr schaut das Zillertaler Schnellschuss mit dem X und Y. Ah, du bist X mit dem Defo und mit mir mit dem Michel. Genau. Nein. Ja, guten Abend, Herr von Balmos. Ich habe da zwei, drei Fragen. Ist das gut? Ja, für mich stimmt das so, ja. Also, die erste Frage ist, was ist das beste Musikalbum aller Zeiten? Oh, schwierig. Ganz eine schwierige Frage. Es wäre sicher ein Rockalbum. AC/DC ist hoch im Kurs und Status Quo. Aber ich werde mich jetzt auch nicht müssen festlegen. Also, sehr schöne Antwort. Wenn wir beide auf einer Insel stranden würden, wer würde länger überleben? Also ich glaube, das ist eine unnötige Frage, das wäre schon ich. Also ich glaube, ich kann ein bisschen besser zu mir schauen und überleben als du. Ich glaube, ja, das war eine einfache Frage. Ja, stimmt, du hast recht, muss ich sagen. Wenn du ein Superheld wärst, wen aus der Mannschaft wünschst du dir als Sidekick? Ja, du. Ja, du wärst perfekt Partner für mich, oder? Du kannst auch so ein bisschen Drecksarbeit. Ja, das sehe ich nicht ganz so, aber das ist gut. Nein, dann müssen wir noch darüber reden. Bist du jemals für jemanden anders gehalten worden? Ja, sicher auch schon vorkommen. Ja, ja, sicher schon jemand den falschen Namen gesagt oder so. Toni oder Kroos. Nein, das ist schon nicht gerade, also das ist ihm passiert, aber... Okay, lassen wir das. Wer war der grösste Party-Tiger an der Meisterfeier? Ich glaube, das solltest du ja hier sehr gut wissen. Ja, ich denke, da sind wir zu hoch im Kurs, oder? Ich glaube so, ja. Da habe ich dich wirklich schätzen gelernt an dieser Meisterfeier. Aber ja, nichtsdestotrotz wird es schwierig, an mich anzukommen. Aber du hast es sehr gut gemacht. Merci, merci. Ja, das ist mal eine gute Frage. Beschreib mich in zwei Worten. In zwei schönen Worten. Charmant. Ja. Und... respektvoll. Merci, ja. Das war schön. Wenn wir Position tauschen würden, wer wäre besser? Oh, schwierig. Also ich glaube, das ist schon klar. Ja, ich glaube, du machst das nicht so schlecht im Go. Ich glaube auch. Aber ich habe das Gefühl, er hat auch noch ein verstecktes Talent auf dieser Position. Das Talent habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Lassen wir das mal auf. Also. Was ist deine Lieblingsfilmfigur? James Bond. Okay. Punkt. Fertig. Das ist so eine scheisse Antwort. Immer so 0815-mässig. Das ist doch nicht 0815. Ja, jetzt hat jemand James Bond gesagt bei dieser Frage? Ja, ich weiß nicht. Also, allerletzte Frage. Wer würde in einem Kampf gewinnen? Der Grizzly oder das Krokodil? Ja, natürlich der Grizzly da aus Bern müssen. Wenn du es nicht checkt hast, der Grizzly bin ich und das Krokodil bist du. Sicher nicht. Wow. Nein. Doch. Also, dann fällt das Krokodil. Das kratzt da. Aber ich denke, es ist schon so, ja, dass der Grizzly wird gewinnen. Ich denke schon, aber zwischen uns zwei denke ich auch bei der Grizzly, oder? Ein bisschen mehr Masse und ein bisschen mehr, ja, Kraft. Ja, es ist ein guter Spitzname, Grizzly. Name des WhatsApp-Gruppenchats, in dem du zuletzt etwas geschrieben hast. Was ist das gesehen? Ja. Du bist auch nie am Handy, gell? Nein, ich bin leider nie am Handy und auch, ich bin auch in keiner Gruppe, WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich denke, das müsste irgendein Kollegen-Chat gewesen sein. 2, 3, 2. Nein, das stimmt nicht. heute Abend habe ich jetzt geredet. Stimmt, das sind nicht Lügen. Habe ich Goalie-Chat reingeschrieben, ja. Das schön. Hat er einen schönen Tag gehabt, ja. Schön. Oh, Chef hat sich sicher gefreut. Ja, einen Daumen hochgeschickt. Super. Das hat mich sehr gefreut. Gut, letzte Frage. Hast du Spass jetzt gerade? Also genau jetzt? Genau jetzt? Ja, ja, eigentlich nicht. Nein, es ist wunderbar. Ich bin zwar ein bisschen müde vom Training, aber sonst ist es eigentlich lustig. Du bist im Training gewesen? Ich bin im Training gewesen, ja, aber. Ich habe nicht gesehen, sorry. Schon. Aber du bist bei der Defensive gewesen, glaube ich. Nein, ich bin. Hast du Torschuss gemacht? Ja. Ah, der Ball, den er die anderen missen.
Das war es. Nein, nein. Ich muss Dario noch Merci sagen, dass er das geholt hat.